Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Shan und ich wollte euch heute drei Päckchen mit euch auspacken. Ich weiß, ich habe eigentlich gesagt, dass ich es am Wochenende bestimmt schaffe, aber ich habe es nicht geschafft. Egal, ich muss mich nicht erklären. Und zwar habe ich einen Adventskalender mit der lieben Nadine. Und ja, ich kann heute drei Päckchen auspacken. Da freue ich mich schon ganz doll drauf. Ich hatte natürlich wieder alles schön eingepackt. Ich habe es auch bei mir auf der Fensterbank stehen und ich merke gerade, dass es relativ kalt ist, das Päckchen. Schon ein bisschen witzig. Bei uns ist nämlich totales Schneechaos seit einigen Tagen. Oh ne, egal. Was haben wir hier denn cooles? Rubbelsticker. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, ist das für Klamotten. Und das ist natürlich sau cool. Da kann ich nämlich auf die Kinderklamotten. Sehr cool. Das ist richtig cool. Das mache ich mit der Schnecki dann am Wochenende. Ist die Frage, ob das auch gut hält. Habe ich immer so. Aber probiere ich aus, ganz sicher. Sehr cool. Danke. Und dann nehmen wir die Nummer 10. Das ist schon etwas schwer. Das fässt sich auch schon so kalt an wieder. Bei uns schneit es gerade wieder übelst. Richtig dicke Flocken, so wie ich es auch von zu Hause noch kenne. Aber ihr wisst ja, in Holland, da schneit es ja nicht ganz so oft. Was haben wir hier Schönes? Auch ist der niedlich. Auch ist der putzig. Schaut mal. Sehr süß. Vielen lieben Dank, Nadine. Mag ich sehr gerne die Dinger, weil ich habe immer kalte Hände. Im Sommer, es können 30 Grad draußen sein. Ich habe kalte Füße, kalte Hände. Weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt, aber so ist das eben. Sehr cool. Mag ich sehr gerne. Vielen lieben Dank. Und dann haben wir hier noch die 11. Habe ich das richtig rum? Ja, gell? 11, ja. Heute ist der 11. Dann machen wir das noch auf. So. Oh, das Papier ist so schön. Gefällt mir richtig gut. Und dann haben wir hier. Oh, da habe ich. Dann jetzt noch die Weihnachtsmänner dazu. Ihr wisst ja, ich habe da auch die Tannenbäume gekriegt und das ist alles, was ich noch übrig habe. Und zwar habe ich nämlich meine Weihnachtsgeschenke schon damit dekoriert. Ach, die sind natürlich auch so cool. Ja, die bopp ich dann, denke ich, noch irgendwo mit drauf. Sehr cool. Ich habe nämlich ein bisschen, ja, kann es euch ja mal zeigen. Ich habe kleine Dosen gebastelt. Und ich habe das 1, 2, 3 Punchboard. Und dann habe ich hier oben gestempelt und habe dann die Aufkleber mit drauf gemacht. Bei der Banderole. Fand ich eigentlich eine ganz niedliche Idee. So als kleines Intermezzo. Vielen lieben Dank, Nadine. Finden auf jeden Fall Verwendung. Siehst du ja hier dran. Und dann wünsche ich euch eine schöne Zeit und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen oder übermorgen wieder. Alles klar. Bis dann. Ciao.